Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Legend of Zelda Twilight Princess HD auf der Wii U. Und wir haben in der letzten Folge ja die Schleuder besorgt und jetzt gehen wir mal zu den Kiddies und geben die denen. Oder zeigen sie. Guck mal, was wir können. Duck dich. Ah, Link, du hast ja eine Schleuder. Super Link, du hast die also gekauft. Natürlich, natürlich. Der Kleine ist der coolste. Du willst die backen und dann oben noch eine Schleife. Alles vorbereitet. Also, an den Zielscheiben und den Vogelscheuchen kannst du uns zeigen, wie toll die Schleuder funktioniert. So ein Kinderkram. Es sind eben noch Kinder, Link. Mach ihnen einfach die Freude. Okay, Peng. Okay, ich wollte weitermachen. Wahnsinn, getroffen. Yay, in der Gebrauchsanweisung steht, man kann Ziele in der Nähe mit dem Film. Na, also, die interessiert sich auch dafür. Der Blick von dem Kleinen. Peng. 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 Oh, knapp daneben. Piu. 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 Jetzt aber. Na, knapp daneben. Wow, super, Link. Wow, danke, Link. Okay, ich muss mal bitte ein bisschen besser interpretieren, wie die reden. Nicht einfach nur so ein Blödsinn. Du bist wirklich fantastisch, Link. Übrigens, Link, hat Collins Vater nicht eben irgendwas gebracht? Ah, genau, aber was ist das eigentlich? Los, zeig schon. Ich habe keine Ahnung. Muss da erstmal hoch. Aua. Blöde Spinne. Sind die immer noch da? Weg. 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 Peng. So eine blöde Spinne da einfach an meiner Leiter, das geht ja mal gar nicht. So, was hat er gebracht hier? Ein Holzschwert, es ist sehr gut gepflegt. Um es zu verwenden, musst du einfach nur B drücken. Ja, kann ich nicht. Sonst nix. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus und haben ein bisschen Spaß mit unserem Schwert. Mit unserem allerersten. Yay! Ich habe auch mal so ein Holzschwert gehabt. Das war richtig cool. Haja! Komm, stirb! Hey, Link, das ist ja ein Holzschwert. Ah, tatsächlich. Jetzt musst du uns aber auch ein paar Tricks zeigen. In letzter Zeit sind die Affen hier so frech, aber ich werde sie alle fertig machen. Du musst mir nur zeigen, wie man mit dem Schwert umgeht. Nein. Was? Warum denn das? Jetzt zieh dich doch nicht so. Bitte links. Ja, okay. Hurra! Super, also zeigen uns zuerst eine Attacke. Man muss da einfach nicht einfach durchdrücken von B, das Schwert schwingen. Ja, hängt. Mhm. Super, ein horizontaler Hieb. Fantastisch, oder? Wenn du mit Hilfe von ZL anvisierst, kannst du übrigens einen vertikalen Hieb ausführen. Zeig uns diesen tollen Trick, wo du mit und nach oben. Ah, Stecher. Stichattacke. Zack. Wahnsinn, Link. Ah, jetzt möchte ich auch deinen Spezialtrick sehen. Du weißt schon, die Wirbelattacke, so heißt sie doch. Diese Stärkeattacke, wo du dich so im Kreis drehst. Jo. Gedrückt halten. Haja. Okay. Das ist so schlecht, was ich hier jetzt sage. Super, danke, Link. Ganz toll. Echt spitze, dass du uns mit... echt spitze, dass du mit uns spielst, wo du doch sicher auch viel zu tun hast. Einer fehlt noch. Zum Schluss musst du uns noch die Sprungattacke zeigen. Wo du durch die Luft fliegst und dann zack. Das ist doch die, wo er den Gegner mit ZL anvisiert und gleichzeitig andere. Die hier. Haja. Wow. Riesenaugen. Von den kleinen Kiddies. Echt super, Link. Herzlichen Dank.
Ich denke ja immer, ich weiß jetzt, wie er es macht, aber selbst kriege ich das nie so hin. Naja, einen einfachen Gegner könnte ich schon besiegen, vielleicht einen Affen oder so. Ah, da ist einer. Ach, Kitty, bleib doch da. Fun Fact Nummer 1, Legend of Zelda Twilight Princess war auf der Wii gespiegelt. Komplett. Da war Link Rechtshänder, wegen der Gestensteuerung, und hier ist er wieder Linkshänder. Taro und Maro sind weg, sie wollten diesen Affen hier. Unglaublich, diese beiden. Kommst du da eigentlich noch mit? Und die haben hier einfach alles gespiegelt, so viel ich das weiß. Taro ist ganz tief in den Wald gegangen. Bitte such ihn, Link. War ja klar, dass das Kitty wieder dem Affen hinterher rennt. Hi, hi. Okay. Wald von Firone. Ah, da kann ich Epona holen. Achso, ich brauch's ja auch. Komm, Ferdi, Ferdi. Auf geht's. Wo ist er denn hin? Was ist das da? Ein blödes Vieh, hau ab. Aufheben. Tage! Hey, ach. Ach, aus Orden, na typisch. Weißt du denn nicht, dass es selbst am Tag gefährlich ist, ohne Licht in den Wald zu gehen? Gibt es jede Menge Höhlen und so, wo es auch tagsüber dunkel ist. Hier, nimm das. Oh, dankeschön für eine Lampe. Hast du kein Öl mehr, kannst du sie nicht verwenden. Vergiss also nie genügend Öl mitzunehmen. Ich verkaufe hier Öl. Um meinen Umsatz zu steigern, verteile ich die Lampen zurzeit gratis. Wenn du Öl hast, spende dir die Lampe Licht. Außerdem kannst du auch Feuer mit ihr anzünden. Wirklich ein tolles Item. Versuch's doch einfach mal, unter dem Topf ein Feuer anzumachen. Mhm. Zack. Siehst du, das Feuer ist an. So kannst du die Lampe jederzeit verwenden, wenn dein Öl ausgeht. Also, wenn dein Öl ausgeht, kannst du jederzeit bei mir Neues kaufen. Stirb, du. Stirb, du Kürbis. Okay, wo geht's da lang? Na, da komm ich. Was ist das? Ah. Okay, wir probieren es aber nochmal da oben. Weg zum Waldschrein. Tief im Wald ist es finster. Licht gibt es hier. Koro, Verwalter. Eine Route aus Holz. Damit hat Taro immer gespielt. Also war es sogar der richtige Weg. Okay, wir nehmen es nicht mit. Wir lassen es einfach liegen. Kann das Kind selbst wieder aufsammeln. Fledermaus. Rennen. Okay, was ist das hier?
Achso, da komme ich jetzt nicht. Achso, ich kann es so machen. Aber auch nicht. Ah, doch. Hm. Hat nicht ganz funktioniert. Egal. Da oben ist noch eine. Machen wir es halt so. Wir haben ja auch noch... Die jetzt... Ich weiß gerade nicht. Die Schleuder. Genau, danke. 10 Rubine. Du hältst 50 Kerne. Mal. So, dann hier, zwei und da. Weiche von uns. Du Spinnennetz. Kitty, wo bist du hin? Okay, ich laufe einfach mal da lang. Ah, was bist du denn, hä? Okay, da gehen wir lang. Vielleicht aber auch nur oben. Okay, da komme ich wahrscheinlich von der anderen Seite hin. Wir wollen jetzt mal darüber. Ah, knapp daneben. Probieren wir gleich nochmal. Tidi, tidi, tidi. Noch einer. Streit oder was? Gestensteuerung. Finde ich echt cool. Damit kann man total leicht zielen. So viel dazu. Hey, du da hinten. Hab dich. Hab dich. Komm her. Ohne Schlüssel geht es hier nicht weiter. Jo, wir haben aber leider keinen. Da hoch will ich. Okay. Wir müssen also doch auf der anderen Seite hoch. Und wir schauen mal, was es da hinten noch gibt. Du kriegst mich nicht. Hab dich! Wenn du von hinten kommst, siehst du mich nicht mehr. Keine Chance. Wo geht's da hin? Klatsch dich weg. Ist hier der Schlüssel? Ja. Sehr schön. Aua. Einmal Licht. Zweimal Licht. Und zusätzlich zum Schlüssel gibt es noch eine Truhe. Aber mit was? Vielleicht dem Kompass. Nee, ein Herzteil. Geil. Also ja, 5 Herzteile geben... Sind es nicht 5? Normal waren es immer 4 Herzteile für einen neuen Herzcontainer. Es kann aber sein, dass es hier dann 5 sind. Oh, Geld. Okay.
So, wir müssen hier nochmal hoch und nochmal probieren. Sag mal, wir sind noch aus der Richtung gekommen. Muss ich an dem... an der Abzweigung vorbeigelaufen sein. Ich will da oben die Kiste. Vielleicht auch nicht. Egal. Machen wir vielleicht später. Ach so, ja. Das rechts ist da, wo wir die Lampe hier haben. Alles klar. Nee. Alle guten Dinge sind 3587. Ach komm schon. Bist doch schief gesprungen. So, pack erstmal dein Schwert ein. Danke. Wow. Ich glaube, hier hätte sowieso nichts gegeben. So, ups, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Mit der Angel komme ich nicht weit. So viele Gegner, das gibt's doch gar nicht. Bin mir nicht so sicher, ob da oben irgendwas wäre. Aber kommen wir später immer noch her. Guten Tag. Double kill. Zack, zack und weg. Was ist das? Spitze, spitze. Jetzt noch kaufen. Kauf noch was. Was hast du denn? Willkommen. Kauf was. Kauf was. Was ist das? Das ist Lampenöl. Und das ist rotes Elixier für Kraft wiederherstellen. Ich brauche jetzt aber beides eigentlich nicht. Ich bin einfach an dir vorbei, also jammer nicht. 10 Rubine. So, dich nehme ich mit. Der Affe und der Kleine wurden gefangen. Super. Lauft beide an mir vorbei. Ihr seid echt Helden. Na? Hilfe, Hilfe, hol mich raus. Gibi, gibi, gibi. Gekommen wärst, Link, hätten die mich bestimmt zusammen mit diesem Affen aufgefressen. Das ist übrigens ein ziemlich nettes Tierchen. Jetzt wollt ihr mich beschützen, dann sind wir zusammen hier eingesperrt worden. Du, Link, bitte sag meinem Vater nichts von dieser Sache hier, ja? Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald gehen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Also, bitte sag ihm nichts davon. Versprich es mir. Ich geh jetzt gleich hin und verrat's ihm. Link!
Ich mein gehabt. Conan hat mir erzählt, dass Taro im Wald verschwunden ist. Da bin ich so schnell wie möglich hierher gekommen. Aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen Dank. Dieser Wald ist irgendwie seltsam geworden, findest du nicht? Hoffentlich passiert nicht noch Schlimmeres. Aber Link, morgen wirst du endlich nach Schloss Hyrule aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe übertragen habe. Viel Erfolg, pass gut auf dich auf. Und wenn du Glück hast, triffst du vielleicht ja sogar Prinzessin Zelda. Hahaha. Hey, Link! Was gibt? So, Link, langsam ist wohl Zeit für den Aufbruch. Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Klar, gerne. Wie, du willst noch ein wenig arbeiten, um die Ziegen in den Stall zu treiben? Steig auf Epona und zeig den Tieren den Weg. Okay. Da hinten steht sie zwar, aber ich laufe da jetzt nicht hin. Warum ist das Pflichtszene? Komm her, du Pferdi. So. Also gut, es geht los. Ach, diesmal habe ich ein Zeitlimit. So, alle mal in die Richtung treiben. Aua. Blödes Vieh. Also, weil ich ihn so oft antreibe, das passt ihm gar nicht. So, auf geht's, ihr Letzten da. Lammasche. Falsche Richtung. Alter, lauf in die richtige Richtung jetzt. So. Die auch noch. Ach, komm schon. Muss das jetzt sein? Ihr lauft doch alle falsch. Oh, rein da jetzt. Weg dich. Boah, das lang gedauert. Da merkt man, dass du ein echter Profi bist. Du bist 41 schneller als sonst. Also gut, genug getan für heute. Geh lieber schnell zum Bürgermeister. Er erwartet dich schon. Ja, ich will doch Gas geben. Und ab geht's ins Dorf. Wir sind wieder in London. Und wir werden schon erwartet, anscheinend. Dieser Bart. Den muss man auch erstmal hinkriegen. Oh, Link, schon fertig für heute. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Du solltest dich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Hyrule selbst um dieses kleine Geschenk von unserem Dorf gebeten. Da wäre es doch unziemlich, wenn der Repräsentant Orons zu spät bei Hof erscheint, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch, also passt mir gut auf Link auf. Aber was ist das? Was soll das? Das arme Tier ist ja verletzt. Link, hast du Edpona wieder zu grob angefasst. Aber, Ilya, reg dich doch nicht gleich so auf. Vater! Ich kann so etwas nur sagen. Du bist der Bürgermeister, also zeig auch etwas Verantwortungsbewusstsein. Armes Kleines. Männer halten zusammen. Keine Sorge, Edpona, ich bring dich gleich zur Quelle im Wald. Der Lichtgeist, der da wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen.
Aber Ilja, ohne Epona kann Link das Geschehen noch nie rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Und wieder in den Wald. Ah, Link. Heute beginnt deine Reise als Gesandter des Bürgermeisters, oder? Beneidenswert. Ich muss heute wieder für frische Ware im Lager sorgen. Oh. Armer Kerl. Wir laufen in den Wald, holen uns unser Pferd. Du, Link, gehst du zu Ilja? Ich würde ja auch, aber die anderen, du, Link, sollen wir nicht zusammengehen. Link, du bist du ja wieder. Sag mal, stimmt das? Du hast wirklich nach Schloss Hyrule? Link, Wahnsinn! Ich will auch nach Hyrule. Ich meine, hier im Dorf ist doch wirklich nichts los. Link, wir haben auf dich gewartet. Gestern war es so toll, den Affenjagen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Den hätte ich auch Maro gerne mal gezeigt. In Wirklichkeit hat der Affe doch dich gefangen, oder? Und du, Colin? Alles ist rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Und Papa hat uns ganz doll ausgeschimpft. Total übel war das. Du willst doch sowieso nur zu Ilja, oder? Aber hier kommst du nicht so leicht vorbei. Aber sag mal, Link, willst du mir nicht dein Holzschwert leihen? Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann wäre ich auch ganz allein zurechtgekommen. Na los, gib schon her. Auf keinen Fall. Aber warum denn? Ist doch gar nichts dabei. Komm, gib schon. Wir bleiben hier so lange, bis du das Holzschwert rausrückst. Oh, da wird es den Kindern auch noch geben. Colin, du musst Link auch sagen, dass er uns das Holzschwert geben soll. Sonst lassen wir euch hier nicht vorbei. Dass mein eigener Bruder so gemein sein kann. Jetzt sei nicht so, Link. Gib uns das Schwert. Wir passen auch gut darauf auf. Nein! Ich wusste gar nicht, dass du so egoistisch bist. Komm schon, Link. Lass uns nur ein wenig damit spielen. Nein! Ich dachte schon, diesmal gibt er uns es endlich. Komm schon, so kommen wir doch nicht weiter. Colin, okay. Ja, ja, verstanden. Nimm. Wow, super! Yay! Mit diesem Schwert zeige ich es jedem. Link. Danke. Die anderen sind immer so gemein zu mir. Ich verstehe gar nicht, was so lustig daran sein soll, so ein Ding durch die Gegend zu schwingen. Das ist doof und gefährlich. Wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie du, Link. Ich mach das gleich. Ich würde so gerne reiten. Kannst du mir das nicht beibringen? Ja? Versprochen? Ja? Irgendwann, vielleicht. Du musst nur noch das Ding treffen, ne? Also, das ist ja das Ziel davon. Nicht einfach nur in der Luft rumwedeln. Wie mit einem Staubwedel. Komm her, kleines Ding. Okay, dann holen wir uns unser Pferdi mal. Das war da vorne nichts. Hoppa. Link. Denk nicht, du könntest Epona einfach mitnehmen. Denk mal darüber nach, was du getan hast. Vorher mache ich das Tor auf keinen Fall auf. Ilja, du weißt gar nicht, was gestern passiert ist, oder? Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, aber lass es mich versuchen, ja? Inzwischen kannst du durch den Tunnel dorthin hineinkriechen. Tunnel. Rein da. Du. Nach rechts natürlich. Krabbel. Ich wusste gar nicht, dass da... Aber sag mal, Colin. Epona. Link ist dir also immer noch lieber als ich, nach allem, was er dir angetan hat. Sei ganz beruhigt, Link.
Es ist glücklicherweise keine schlimme Verletzung. Ihr könnt also zusammenreisen. Nur eines, Link. Eines musst du mir versprechen. Egal, was dir auf der Reise passiert, pass gut auf dich auf. Komm einfach nur wohlbehalten wieder zurück, ja? Wildschwein! So eine Scheiße aber auch. Keine Zähne in der Fresse, aber trotzdem das Maul aufreißen. Jetzt hat er irgendein Portal aufgemacht. Scheiße. Ja, das ist natürlich scheiße. Was zur Hölle bist du? Unser Triforce. Yay! Hat uns gerettet. Ja. Schön. Wir sind zum Wolf geworden. Das ist echt ein hässliches Vieh da hinten. Speichern. Genau, das kommt mir gerade recht, denn wir speichern hier und machen dann ein kurzes Päuschen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Lass mir doch bitte ein Like und ein Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss.